wieder ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein Tag-Video für euch und zwar den Haushaltsfavoriten-Tag. Ich wurde vor einigen Wochen schon von der lieben Jule, der 1 Prinzipessa 3, getaggt. Ihren Kanal, den findet ihr unten in der Infobox. Falls ihr sie noch nicht kennt, was ich aber nicht glaube, dann guckt unbedingt mal bei ihr vorbei. Das ist so eine coole, so eine hübsche, so eine liebenswerte Maus. Ja, wie schon gesagt, sie hat mich getaggt und auch ich habe ein paar Lieblinge, die ich euch natürlich zeigen möchte. Und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Dann zeige ich euch als allererstes von Meister Proper diesen Allzweckreiniger. Der ist mit Febreze reine Frische. Und seit es den gibt eigentlich schon, verwende ich den nur noch. Das ist jetzt, glaube ich, schon meine, ich weiß es nicht, 5. Flasche, die ich jetzt hier zu Hause habe. Und ich mag das einfach, weil der Geruch davon total frisch ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so bei Bodenzeugs, was dann wirklich lang in der Luft liegt, also der Duft, mag ich es nicht so, ja, irgendwie so nach Vanille oder so zum Beispiel. Da mag ich es lieber rein und frisch und das duftet so göttlich und traumhaft. Und ja, ist ein Allzweckreiniger, wie gesagt, benutze ich einfach, um Boden aufzuwischen, wie das eben so ist. Und kann ich euch ans Herz legen, wie gesagt, mit Febreze riecht göttlich. Dann zum Fensterputzen, was ich echt überhaupt nicht mag, aber man gut, muss natürlich auch sein. Ich drücke mich immer davor. Geht es euch da genauso? Ach, das ist echt so eine Arbeit, die muss es nicht geben, aber ja, kann man nichts machen. Aber auch zum Spiegelputzen und so weiter verwende ich super gerne von Sidolin Streifenfrei Crystal. Ja, diese Sprayflasche. Ich habe auch schon andere ausprobiert und verwendet und auch günstigere Marken. Aber da muss ich sagen, ja, bin ich immer wieder auf den hier zurückgekommen, weil er wirklich meiner Meinung nach echt streifenfreie Fenster oder Spiegel macht. Ich wische danach einfach nochmal kurz mit einem trockenen Tuch drüber und zack, sieht das echt total schön aus und man kann echt, ja, streifenfrei durch die Fenster gucken und deswegen mag ich den so gerne. Hier ist zwar Alkohol enthalten, aber ich gucke ja immer drauf, dass wenn jetzt zum Beispiel schöneres Wetter ist, mal die Sonne scheint, ich dann die Fenster putze, dann ja, lüfte ich auch richtig schön durch. Und wie gesagt, da verwende ich total gerne von Sidolin diesen Glasreiniger und sind 750 ml enthalten. Hält auch echt lange. Also ich verwende den immer und er hält echt lange. Hier sind 50% gratis noch enthalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Aktion ist. Ich glaube sonst eher nicht, aber manchmal haben die eben solche Aktionen und da kaufe ich mir dann auch immer so eine Flasche. So, dann machen wir mal weiter mit einem Power-Reiniger, Multi-Power-Reiniger. Und zwar ist der von Denk mit. Ich liebe dieses Teil. Es ist einfach, ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis total top. Also ich muss sagen, recht günstig. Ich glaube, unter einem Euro kostet diese Flasche. Und damit reinige ich mein Bad komplett, also immer nach dem Duschen. Und ja, also auch Waschbecken und so weiter und so fort. Also alles, was man eben damit macht. Und das ist so genial und so klasse. Ich finde, das riecht auch okay. Gut, so Reinigungsprodukte im Allgemeinen, bis auf die Sachen jetzt mit Febreze und so, finde ich persönlich, riechen immer unangenehm. Aber ich muss sagen, das ist noch akzeptabel hier. Und wie gesagt, für den Preis von Denk mit, DDM Haus Eigenmarke, was Reinigungsprodukte, Haushaltsprodukte angeht, kann ich euch echt ans Herz legen. Für den Preis finde ich den so, so klasse. Ich finde, also ich hatte zwischendurch auch mal teurere Produkte ausprobiert, aber die waren kein Stück besser als das hier. Also von daher, warum teure Produkte nehmen, wenn es die günstigen auch tun. Also da gucke ich auch immer mal ein bisschen. Kann ich euch ans Herz legen, ist richtig klasse. Damit könnt ihr, wie gesagt, alles reinigen. Das ist so ein Allround-Talent. So, dann haben wir hier noch etwas für die Küche und zwar dies von Dr. Beckmann, dieser Glaskeramikputzstein. Also den verwende ich auch schon sehr, sehr lange. Einfach für meine Herdplatte, für meinen Induktionsherd. Ja, so, jetzt musste ich nochmal drauf gucken. Ich reinige auch oftmals ganz normal einfach mit Seifenwasser. Aber hartnäckiges Zeug, wenn jetzt irgendwann irgendwas mal ausgelaufen ist oder so, kriegt es dann nicht ganz weg und dann gehe ich da nochmal mit drüber und das ist wie ein Peeling. Allerdings, ich hatte ja am Anfang echt Bedenken, oh mein Gott, ja, ist das nicht zu aggressiv? Ist es nicht, also da braucht ihr echt keine Bedenken haben. Das sind so Mikro-Peeling-Körnchen,
die wirklich gar nichts ausmachen. Also ich habe da wirklich geguckt, weil da bin ich ja echt, ne, wenn da irgendwas zerkratzt ist, also da geht gar nicht. Aber ich habe geguckt und das ist echt okay. Da kommt das Teil hier in so ein Schwämmchen, da geht ihr einfach mit dem Schwämmchen rein. Da habt ihr dann dieses Produkt, geht hier so rein, feuchtet das an, geht einfach über euren Herz drüber, das ist ganz normales Reinigungsprodukt, aber eben intensiver und danach gehe ich auch nochmal mit einem trockenen Tuch drüber und das glänzt so wunderschön und ist echt ergiebig. Ich habe das Teilchen schon so lange, viele Monate und es wird immer nur so eine Schicht, nur so eine minimale Schicht abgetragen von dem Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Echt toll und dann lässt man das einfach wieder trocknen und kann man das wiederverwenden. Also kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr mal auf der Suche seid nach etwas, das eure Herdplatten richtig toll reinigt. Wie gesagt, auch für hartnäckige Verschmutzungen, für seidigen Glanz und wie gesagt, ist super ergiebig von Dr. Beckmann und hat wie gesagt diesen Reinigungsschwamm mit dabei. Und das Schöne ist auch, dann ist so eine Schicht drüber und dann sieht man, wenn man zum Beispiel Wasser oder so drüber macht, dass dann echt diese Peelingkörnchen so eingezogen sind, dass das Wasser so ein bisschen abperlt, was ich auch schön finde, was ich echt empfehlen kann. Guckt euch das an. Das kostet, glaube ich, so um die 4 Euro, aber das hält euch so lange und ist echt so ergiebig. Also von daher auch kein Thema. So, dann machen wir mal weiter mit Wäsche. Da verwende ich auch immer von Denkmit, wobei, nee, von Denkmit ist es jetzt nicht grundsätzlich. Ich hatte auch schon von Impressan, glaube ich, und Sagrotan, glaube ich, diese Hygienespüler für die Wäschedesinfektion, weil ich grundsätzlich immer, also egal, ob in unserer Kleidung, vom Kleinen, immer diese Wäschedesinfektion mit reingebe, beseitigt 99,99% spezieller Bakterien, Pilze und Viren. Also ich vertraue da einfach mal drauf, nachweisen kann man es ja nicht, aber der Kleine verträgt es, wir vertragen es, ich fühle mich da einfach sicherer. Und das hier, wie gesagt, von Denkmit kostet auch, weiß ich nicht, unter einem Euro oder was dort über, also maximal 1,50 € und hier für 12 Anwendungen, wie gesagt, ideal auch für Baby- und Kindertextilien, also wenn ihr kleine Kinder habt, dann ist das echt praktisch, ich fühle mich damit einfach besser. Und wie gesagt, 12 Anwendungen ist bei uns ein Favorit, verwenden wir immer. Dann Weichspüler, das ist für mich so, ja, so ein Wohlfühlmoment. Brauche ich immer irgendwas, was gut riecht für unsere Wäsche jetzt, also von meinem Mann und mir, die Wäsche. Und da ist momentan aktuell echt unser Favorit, auch schon seit einiger Zeit, von Lenore, dieses Topaz und Magnolia. Ich weiß nicht, also im Sommer mag ich solche Düfte nicht, solche schwierigeren, aber im Winter, Herbst, Winter mag ich das total gerne. Und das riecht einfach so, es riecht warm, warm, blumig, frisch. Also es ist total lecker. Also ich mag den Duft unheimlich gerne davon. Das ist echt mein allerliebster von Lenore, wie gesagt. Und den kaufe ich mir, also den muss ich immer zu Hause haben. Ich kaufe mir zwischendurch auch mal ein paar andere nach, ein paar frischere Düfte. Aber den hier muss ich immer zu Hause haben, weil ich mag diesen Duft so gerne. Und dann riecht die Wäsche auch echt. Es gibt ja manche Weichspüler, da riecht die Wäsche überhaupt nicht danach nachher, aber da könnt ihr echt euch drauf verlassen. Ich mag den Duft. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Habt ihr das schon mal getestet? Mögt ihr das auch so wie ich? Kann ich euch echt ans Herz legen. 950 Milliliter sind hier übrigens drinnen. Kosten, glaube ich, so, ich weiß nicht, 2 Euro oder so. Circa maximal, aber ist echt, echt lecker und liebe ich. Für den Kleinen gibt es dann etwas, das nicht so stark riecht, wenn überhaupt. Und zwar ist das auch von Denkmit, dieser Weichspüler Balsam. Da haben wir auch schon einige getestet, aber ich muss sagen, ich persönlich finde den echt, echt gut. Ist einfach wirklich für empfindliche Haut geeignet und mit Softpflegeformeln und Finlay verträgt das so bombastisch gut und die Wäsche riecht eigentlich nach nichts, aber trotzdem dezent frisch, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist eben so ein Balsam und ist echt, echt toll. Also das für Finlay ab und an mal dazu, auf jeden Fall. Macht echt super weiche Wäsche und wie gesagt, ist auch nicht aggressiv oder so. Verträgt er echt super gut. So, dann kommen wir zu den letzten beiden Sachen unserer Favoriten. Zum einen habe ich von Denkmit jetzt solche Trocknertücher. Diese Trocknertücher gibt man ja eigentlich in den Trockner rein und danach riecht eure Wäsche so traumhaft, frisch, blumig oder was weiß ich.
Ich hatte, glaube ich, vor 10, also über 10 Jahre ist das, glaube ich, hier hatte ich mein erstes Trocknertuch, und zwar von den Amerikanern. Da hatte mein Ex-Freund damals immer diese Trocknertücher mitgebracht, und wir haben die wirklich für den Trockner eben verwendet. Und ja, ich habe die dann auch von Lenore, war das, glaube ich, mal gesehen. Die sind auch so, so klasse. Und ich habe mir gedacht zwischendurch, ich verwende auch mal diese hier von Denk mit. Ist hier eigentlich auch nichts bei. Die sind auch super gut. Wäschetraum, duftet herrlich. Verwende ich aber zum größten Teil wirklich dafür, dass ich das in die Schubladen reinlege oder im Schrank aufhänge. Das riecht nochmal so ein paar Tage echt frisch. Ich muss sagen, ich finde die jetzt nicht ganz so gut wie die von Lenore, aber ich verwende die wirklich für den Schrank und die von Lenore dann wirklich für den Trockner. Und das ist einfach so eine gute Kombi, und das duftet so himmlisch traumhaft und für ein paar Tage nochmal frisch. Ich liebe einfach den Duft von frischer Wäsche, mögt ihr das auch so gerne. Hier sind 25 Feuchtetücher drinnen, und wie gesagt, die sind echt toll. Einfach auch mal als frische Kick für den Schrank oder so zum Aufhängen oder zum Reinlegen sind die klasse. Aber wie gesagt, auch für den Trockner total gut geeignet. Und kann ich euch ans Herz legen, finde ich klasse. So, dann kommen wir zum letzten Produkt, und das ist auch so ein Allround-Talent von Profissimo. Profissimo ist auch die Hauseigenmarke von DM. Ich gehe relativ oft in den DM. Ich habe keinen Rossmann in der Nähe, wenn dann eventuell noch Müller. Und zwar rede ich von diesen Schmutzrasierern. Das sind auch solche Teile, die kann man für alles Mögliche verwenden. Das sind vier Teile Schwämme drinnen. Also kann ich euch mal zeigen. Ich habe hier einen schon mal rausgelegt. Das sieht so aus. Die sind recht groß. Das sieht wirklich aus wie Schwämme, aber das sind echt Radierer. Also die nutzen sich ab. Also ihr geht da einfach wie mit dem Radierer über schmutzige Flächen. Ich kann euch das mal vorlesen. Angetrockneten Schmutz auf Küchengeräten, keine Ahnung, Gefrierschränken, Spülen. Ihr könnt das auch für die Gartenmöbel verwenden, für Schuhstreifen, was wir auch manchmal haben. Oder für Bäder und Böden und Kacheln, also für alles Mögliche. Ganz wichtig auch, vertragt, also wenn ich jetzt irgendwo drüber gehe oder so, gucke ich dann immer, dass Finde nicht gleich drüber geht mit den Händen, weil das ist ja immer so ein bisschen nazwiespältig. Aber ich muss sagen, das ist echt, echt gut, weil danach merkt man auch auf der Fläche nichts. Also ich verwende das auch im Bad sehr gerne. Wenn sich da mal was absetzt an den Fliesen oder so, dann geht das richtig gut weg. Und wie gesagt, die nutzen sich auch ab wie Radierer. 4 Stück sind enthalten. Und auch für Teppich oder so, wenn da irgendwas mal drauf ist. Es ist jetzt keine Wunderwaffe, wo ich sage, okay, da kriegt ihr alles bombastisch aus eurem Teppich raus. Aber für so Kleinigkeiten, die vielleicht gerade eben erst passiert sind oder so, sind die echt genial. Also dafür kann ich die euch empfehlen. Kosten auch so maximal 2 Euro, nicht mal. Wie gesagt, die halten auch sehr lange, weil sehr ergiebig. Und kann ich euch empfehlen von Profissimo, diese Schmutzradierer. Sehr, sehr, sehr tolle Produkte. So, und das waren jetzt unsere oder meine Haushaltsfavoriten. Wie gesagt, liebe Jule, vielen herzlichen Dank nochmal an dich fürs Taggen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch von diesen Produkten schon etwas getestet habt oder ob ihr gar nicht meiner Meinung seid. Kann ja sein, aber das sind meine aktuellen Favoriten, Lieblinge. Vieles ändert sich natürlich dann auch ab und an mal, weil man riecht sich doch schon an den Düften satt, aber einiges verwende ich schon so, so viele Monate und auch immer noch sehr gerne. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Natürlich tagge ich auch noch einige Mädels, die ihr dann im Anschluss sehen werdet, und ich hoffe, auch ihr macht fleißig bei dem Haushaltsfavoriten-Tag mit. Ich finde es immer super interessant. Man kann sich natürlich dann auch immer ein paar Tipps, ein paar Anregungen, Inspirationen von anderen holen. Haushalt muss immer gemacht werden, und deswegen finde ich das super. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle bei euch, und im Anschluss seht ihr eben die Mädels, die ich noch tagge. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns immer im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.